Hallo Freunde, wir schauen uns heute die Partie zwischen Clavina und Romero Holmes an aus der spanischen Meisterschaft 1995 und da kam es zu dieser Stellung hier. Und Schwarz ist am Zug und hier könnt ihr gerne mal reinschauen, kurz das Video anhalten, überlegen, was würdet ihr hier mit Schwarz spielen. Das war eine sehr, sehr spannende und interessante Stellung. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch hier ausgedacht habt, was ihr spielen würdet. Ja, denn ihr wisst ja, lieber kommentieren als abonnieren. Und genau, und dann gucken wir uns jetzt die Partie an. Viel Spaß! Nun, dem einen oder anderen wird dieser Stellungstyp vielleicht vertraut vorgekommen sein. Und das wird daran liegen, dass derjenige dann eben entsprechend vielleicht die französische Verteidigung selber spielt oder mal gespielt hat. Denn das kam hier auch in dieser Partie. Und hier wurde die Tage-Variante mit Springer D2 gespielt. Und es kam diese Springer F6 und dann kommen wir in diese Bauernketten-Varianten. Ne? Und hier gibt es eben auch sehr, sehr viel Theorie, deswegen können wir das relativ schnell abhandeln hier und überspringen. Alles Theorie. Auch dieses F7, F6, ein typischer französischer Zug hier, um die Kette, also das Zentrum anzugreifen. Und wir sind hier immer noch mitten in der Theorie. Hier war Läufer G5 für mich lange Zeit so der Hauptzug, aber auch Läufer E3 ist ein völlig normaler Zug. Und natürlich sollte Schwarz jetzt oder später nie hier mal irgendwie auf B2 schlagen. Wir gucken uns das mal eben an. In der Partie kam natürlich Läufer D7. Nur grundsätzlich wollen wir hier überhaupt nie schlagen auf B2. Ja? Nach Springer B5, die Dame hat Schwierigkeiten zurückzukommen. Turm B1, Turm A1 droht schon mal mindestens eine Verfolgung. Ja, der Läufer hängt. Das macht alles überhaupt keinen Sinn für diesen einen Bauern, so ein Risiko einzugehen. Und deswegen kam hier Läufer D7. Dann A2, A3. Weiß versucht im Regelfall eher am Damenflügel zu spielen, vielleicht solche Züge hier zu machen. Und Schwarz guckt so ein bisschen. Ah, ich habe ja immerhin die halboffene F-Linie. Vielleicht geht da irgendwas. Ja, dieser Bauer auf E6 ist rückständig. Dieser typische französische rückständige Bauer, der auch diesen Läufer auf D7 so ein bisschen schlecht macht. Aber als Gegenwert hat man dann eben den Bauern auf D4, der jetzt auch nicht so die allerhellste Kerze auf der Kerze hier auf dem Kuchen ist. Ja? Auch ein Isolani, Einzelbauer. Das gleicht sich alles gegeneinander aus und die Stellung ist einfach auch ausgeglichen. Hier spielt Holmes Turm AE8. Turm E1, alles normale Züge, überhaupt kein Problem. A6, ein normaler Zug, um Springer B5 Geschichten zu verhindern. Damit die Dame jetzt zurück kann und vor Springer B5 nicht mehr aufpassen muss. Weiß gruppiert sich um, möchte hier vielleicht mit Dame D3 auf dieser Diagonale vielleicht was machen. Dame B8, Dame D3. Und ja, Turm E7, interessanter Zug. Die Idee ist es, wenn jetzt Läufer G5 kommt, oder respektive der kam gleich auch, aber die Idee ist jetzt, dass wenn, sagen wir mal, wir machen jetzt mal einen Nullzug, wenn Weiß hier auf F6 nehmen würde, dann würde ja die Batterie Dame und Läufer auf H7 drohen. Aber jetzt könnte Schwarz mit dem Bauern schlagen. Damit hätten wir nicht nur Kontrolle über das schöne Zentrumsfeld, ja, was uns dann vielleicht mal dynamische Möglichkeiten mit E6, E5 ermöglicht, sondern hier dieser Turm deckt eben auch die siebte Reihe ab, ja, und kann dann vielleicht sogar über die G-Linie einen Gegenangriff starten und das ist eine gute Sache für Schwarz. Und deswegen Turm E7, interessante Idee. Die Nebenidee ist, Läufer G5 wurde übrigens auch gespielt, dass man jetzt hier vielleicht nochmal verdoppeln kann. Ja, dass hier auf der F-Linie vielleicht was geht. Okay, immerhin ist das die einzige halboffene Linie für Schwarz. Turm E2 versucht vielleicht auch zu verdoppeln. G7, G6, was nicht nur die lange Diagonale der Dame und der Batterie Läufer Dame abwehrt, sondern auch den Springer nach H5 stellen möchte und den Springer auf H5 dann eben entsprechend gedeckt halt. Und nach H3, Springer H5, Turm C nach E1 und Springer G7 sehen wir, ja,
Der Springer sucht sich noch ein paar interessante Felder. Auch Springer F4 wäre hier schon interessant gewesen, auf jeden Fall. So. Läufer A2 und schon sind wir an unserer Ausgangsstellung angekommen. Und deswegen, ich habe bis hier so ein bisschen vorgespult, ja? Weil ab hier wird es spannend und interessant genug. Deswegen gucken wir hier rein. Und ich hoffe, naja, die Französischspieler unter euch werden sicherlich zumindest natürlich erkannt haben, dass der D4 immer so ein Punkt ist, den wir hier versuchen anzugreifen. Durch den Zug G6 haben wir so ein bisschen die schwarzen Felder hier und rund um unseren eigenen Königin geschwächt. Aber im Zweifelsfalle können wir mit dem Läufer nach F4, dafür steht die Dame hier auf B8 auch ganz gut, diesen schwarzfälligen Läufer vielleicht mal tauschen. Und dann fällt die Schwäche der schwarzen Felder gar nicht mehr so sehr ins Gewicht. Was aber ganz besonders auffällt ist, und das ist der Zug, den auch Romero Holmes gespielt hat, ein, naja, geradezu typisches französisches Muster. Nämlich, dass Schwarz hier auf F3 die Qualität gegeben hat. Warum gibt er hier die Qualität? Und jetzt müssen wir nochmal gucken. Na, zuerst fällt natürlich auf, klar, die Bauernstruktur ist jetzt doch schon sehr, sehr ramponiert bei Weiß. Und damit ist eben auch die Königssicherheit nicht mehr so gegeben bei Schwarz. Nicht nur, dass die Königssicherheit und die Bauernstruktur, die spielt eine ganz große Rolle in der Partie. Wir schauen auch mal auf die Aktivität der weißen Figuren. Wenn wir nochmal einen Halbzug zurückgehen, würden wir sehen, dass dieser Springer vielleicht mal hier auch mal nach E5 reinhüpfen kann. Und nach diesem Qualitätsopfer, was hat Weiß jetzt noch für aktive Figuren? Der Springer D3, naja, der guckt hier auf D5, kommt nicht weit. Der Läufer guckt hier auch, kommt nicht weit. Und selbst wenn der Läufer über B1 geht, so richtig aktiv kann der hier nicht gucken. Die Türme schauen auf diesen E6 Bauern, der zwar nicht schön ist und auch den Läufer passiv hält, aber man droht nichts. Ja? Und das, dieser E6 ist auch wahrscheinlich schon die einzige Schwäche im schwarzen Lager. Schauen wir mal auf die schwarzen Figuren hingegen. Werden wir sehen, ja, wir haben natürlich mit dem Springer, da können wir entweder wieder schöne Felder anstreben oder diese Route anstreben, den F3 vielleicht mal angreifen, ne? Vor allem den D4, den haben wir immer im Auge. Und wir achten mal auf die Bauernstruktur. Das zieht sich quasi bis zum Ende der Partie durch, dass sich Weiß davon nicht mehr befreien kann und keinerlei Aktivität bekommt. Und wir kennen das alle, wenn wir keine Aktivität haben, das macht nicht so viel Spaß. Nun, zunächst einmal tauscht Schwarz jetzt noch diesen schwarzfälligen Läufer, um die eigenen Schwächen am eigenen König ja nicht zuzulassen. Und vor allem, der Läufer kann sich auch diesem Abtausch nicht entziehen. Und dadurch, also wenn Schwarz jetzt Weiß hier tauschen muss, dadurch wird die Dame auch noch aktiviert. Wir schauen mal, also in der Partie hat er hier geschlagen. Wir schauen mal kurz, was passiert, wenn der jetzt zum Beispiel den Tausch vermeiden wollen würde. Dann würde der Springer auch noch dabei kommen mit Tempo auf den H4 und dann hängt der D4 auch noch und dann ist das wieder mit Tempo. Ja? Und dann sehen wir schon, die Springer, die wühlen hier rum und das ist das Tolle an der Stellung. Die Stellung ist, naja, eher halb oder ganz geschlossen quasi. Und da sind die Springer natürlich viel mehr wert als ein Turm. Türme sind bei offenen Linien oder Läufer sind auch bei offenen Linien besonders wertvoll. In geschlossenen Strukturen haben die Springer ihre Vorteile. Und ja, das wäre einfach gut für Schwarz. Deswegen hat Weiß hier auf F4 getauscht und wir kommen mit der Dame näher. Und wir sehen, okay, jetzt hängt der D4. Der F3, der H3 ist vereinzelt, die Königssicherheit ist einfach nicht gegeben bei Weiß. Und die Figurenkoordination eben auch nicht. Während Schwarz sich noch weiter verbessern kann. Was haben wir noch für Ideen für Schwarz? Wir könnten den Turm aktivieren in irgendeiner Form. Wir können den Springer hier aktivieren. Oder hier drauf spielen. Ne? Alle schwarzen Figuren spielen mit und bei Weiß steht quasi alles irgendwie falsch rum. Okay, und deswegen ist diese Stellung, obwohl
Schwarz eine Qualität weniger hat, aufgrund der Figurenaktivität und der Figurenkoordination bereits klar besser für Schwarz. Zumindest mal viel, viel einfacher zu spielen. Und mal unabhängig von der Engine-Bewertung, da brauchen wir uns gleich mit angucken. Es geht mir hier mehr darum, dass wir erkennen, Figurenaktivität. Ja? Auch die psychologische Komponente. Während einer praktischen Partie kann keiner eine Engine benutzen. Hier muss ich mit Weiß ständig aufpassen auf alles Mögliche. Ja? Das ist einfach unangenehm und kräftezehrend. Und dann macht man eben auch schon mal leichter irgendwann mal irgendwo Fehler. Also diese praktische Komponente dürfen wir nicht außen vor lassen. Turm D2 deckt den D4 Bauern. Okay, dann kommt der nächste Springer. Alles klar, droht wieder auf D4. Der wird wieder gedeckt. Greift die Dame auch an. Okay, die ziehen wir mal mit Schach weg. Zack. Und kommt der Springer nach H4. Und wir sehen, die ersten Mattdrohungen tauchen sogar schon auf G2. Die müssen wir abwehren. Und nach Dame F5. Wir sehen ja die nächsten Drohungen. Schwarz ist ständig am Drohen und Weiß muss immer nur reagieren. Das ist unangenehm. Jetzt droht zum Beispiel Turm F3 mit Angriff auf die Dame und ja, auf diesen Bauern H3. Dann wäre der schon weg und matt und überhaupt. Was wir noch als Zusatz, naja, als Motiv zumindest, als Französischspieler, als Motiv im Hinterkopf haben sollten, ist, dass dieser Läufer hier auf D7, der guckt natürlich auf diesen Bauern E6 und deckt den. Ja, das ist nicht so sonderlich schön. Aber nur rein vom Prinzip, irgendwann könnte Schwarz einfach mal diesen Bauern vorspielen und opfern und damit diesen Läufer hier auf diese weißen Felder losschicken und hier auch nochmal aktivieren. Auch das ist immer noch eine Möglichkeit. Dieser Springer von C6, der könnte über E7 nach F5 umgruppiert werden, noch näher Richtung König kommen, was zum einen auch den D4 wieder im Auge hält, vor allem dann aber auch diesen Läufer, der könnte auch über diese Diagonale was machen. Ne? Also im Grunde sind wirklich alle Figuren, auch dieser Läufer D7, obwohl der so passiv steht, im Spiel drin. So, wie wehre ich denn jetzt mit Weiß dieses Turm F3 ab? F4. Okay. Jetzt F4 ist definitiv gedeckt, ja, aber die Bauernstruktur verbessert sich natürlich nicht. Und jetzt ist dieser Springer hier natürlich auf E2 auch noch an diesen Bauern gebunden. Ja. Und ja, der ist gedeckt, ja, aber dafür ist der F4 auch wieder leichter angreifbar, ne? Wenn der Springer hier gleich wieder irgendwie rumgehoppelt kommt. Wir gucken mal eben, was wäre denn oder was hätte passieren können, wenn Weiß hier mit Turm G3 versucht, diesen Bauern zu decken. Naja, das ist auch nicht so richtig. Ja? Wir sind in der Variantenszene, da musst du noch mal gucken. Auch hier kommt der Springer ran, der D4. Also der Bauer ist quasi weg und jetzt ist die F-Linie auch noch offen. Der Turm müsste ziehen. Jetzt kommt der nächste Springer, ja. Und diese Motive mit E6, E5 fangen hier an Gewicht zu gewinnen. Denn damit mit Springer E7 decke ich auch den D5, dann greife ich den H3 an. Ja. Und dieser Springer, das ist natürlich so ein Oktopus-Springer, ja, der steht voll in der gegnerischen Stellung, guckt in alle 8 Richtungen. Ja, super, super massiv. Das ist so der Paradespringer für Schwarz, ne? Der steht da unfassbar unangenehm für den Gegner. Und deswegen hat Weiß sich gedacht, ja, wenn der Bauer eh weg ist und alles nicht schön ist, ja, naja, aber. Nach F4 kann man eben auch Springer F3 spielen. Und wir bekommen halt die Qualität hier zurück. Mein erster Gedanke war natürlich wieder hier, oh, wir können hier auch mit Dame F3 die Dame tauschen und dann das Endspiel spielen. Ich tausche gerne die Damen, weil ich Endspiele gerne spiele. Und diese Stellung ist natürlich, dieses Endspiel ist definitiv gut für Schwarz, ne, wegen dieser Bauernstruktur alleine. Aber, und wenn wir jetzt mal genauer hingucken, nämlich hier, sehen wir, dass die Damen auf dem Brett
Ja, und wir wissen alle, nach welchem Kriterium versuchen wir die Dame zu tauschen oder auf dem Brett zu halten? Richtig, Königssicherheit. Und hier ist ja ganz klar der weiße König massiv in Gefahr. Und deswegen ist Damentausch, sollte hier aus schwarzer Sicht keine Option sein. Ja, nur weil es mein erster Impuls war und dann erkennt ihr, ich muss auch noch viel lernen. Hier sollte Schwarz die Figuren oder respektive die Dame auf dem Brett lassen. Und deswegen kam auch nicht Dame F3, sondern Springer F3. Okay, mit Qualität zurückgewinnen. Turm G3 deckt den H3. Wir nehmen die Qualität mit und bleiben mit dieser Struktur über. Und hier nochmal, das ist sehr, sehr spannend. Und zwar, wenn man als Mensch diese Stellung betrachtet und einfach nur einen ersten Blick auf die Stellung wirft, dann denkt man, alles klar, ist vielleicht nicht gewonnen, aber sehr, sehr, sehr gut für Schwarz. Allein praktisch, ja, dass der Springer kommt jetzt hier rüber irgendwie und der Läufer vielleicht und ja, während bei Schwarz diese ganzen, bei Weiß diese ganzen Bauern vereinzelt sind und das kann doch alles nicht gut sein. Und deswegen, viele von uns achten heutzutage mehr auf die Engine-Bewertung als auf die wirkliche Stellung. Ne? Und als Mensch sagt man hier, das ist auf jeden Fall deutlich besser für Schwarz. Ne? Die Engine sagt, hier ist fast Ausgleich, deswegen hört nicht auf die Engine. Ne? Das ist, da haben wir nichts von. Hier kommt der Springer rüber. Ja. Und jetzt geht schon los. Die Figurenaktivität bei Schwarz ist immer noch viel, viel höher als die bei Weiß. Läufer B5 Ideen, Springer F5 Ideen. Und tja, Weiß hat ja keine Aktivität. Und das, jetzt kommt wieder diese psychologische Komponente. Ja, was mache ich hier? Er versucht Turm C3. Das ist ja durchaus interessant. Versucht aktiv irgendwas zu machen. Läufer B5. Aha. Diesen schlechten Läufer auf einmal aktivieren oder respektive tauschen wollen auf E2, denn dieser Springer E2 ist ja der Hauptverteidiger quasi aller Bauern hier im Zentrum. Und diesen Tausch sollte ich wahrscheinlich nicht zulassen mit Weiß. Problem ist, ich kann den Springer aber auch nicht nach G3 spielen, weil jetzt dann der H3 Bauer hängen würde. Das wäre auch schon nicht so dolle. Und ja, notgedrungen versuchte Weiß mit Springer G1 den Springer auf dem Brett zu halten und auch den H3 gedeckt zu halten. Aber aktiv sieht anders aus. Dame F5, aha, versucht sie hier über diese E4-Diagonale und vor allem diesen Läufer, dass dieser Läufer hier nicht irgendwie mal mithelfen kann an der Verteidigung irgendwie. Jetzt. Ja, doppelt gemoppelt, ja. Der F4 ist auch noch angegriffen. Also ein multifunktionaler Zug hier. Weiß versucht mit Turm C7 die Aktivität zu entfalten. Okay. Und Schwarz sagt sich, Bauern ist nicht ganz so entscheidend. Figurenaktivität, das ist das A und O. Ja. Wenn ich jetzt den D4 gewinne, der F4 fällt sowieso von alleine vom Brett. Ja. Wenn ich dann den D4 gewinne, dann habe ich hier sofort einen Freibauern. Und die weißen Figuren, ja, bis auf den Turm, sind ja auch super, super passiv. Weiß versucht mit Dame E3 den E6 im Auge zu haben, auch das Feld E4. Wir gucken mal eine ganz kurze Variante. Ja, wenn er jetzt hier zum Beispiel diesen Bauern schlagen würde, dann käme hier ein Schach. Und auch auf F2, F3, ja, dann schlagen wir den. Jetzt haben wir noch F2, F3 provoziert, damit der Springer hier noch weniger Felder hat, ja, dass er sich überhaupt gar nicht mehr entwickeln kann. Ja, und im nächsten Feld der D4 und der Turm kommt hier auch noch aktiv und der Läufer ist auf einmal in Gefahr und so weiter und so fort. Die Stellung ist sofort umgefallen. Ja, und daran seht ihr, wie schwer es ist aus einer vermeintlich laut Engine ungefähr ausgeglichenen Stellung. Ja, das waren jetzt gar keine drei Züge und die Stellung ist komplett gewonnen für Schwarz. Ne? Und daran erkennt ihr, ja, die Engine macht die nächsten 100 Züge perfekt, meinetwegen, aber ein Mensch nicht. Okay, es kam Dame E3. Naja, dann haben wir noch Turm F7, den nochmal gedeckt.
die einzige Figur, die bei Weiß aktiv steht, die tauschen wir ein. Eine ganz gängige Praxis. Und das wollte Weiß natürlich nicht, weil er muss natürlich auch irgendwas ziehen, ja, und hat den Turm auf dem Brett gehalten und versucht mit Turm E8 die einzige Schwäche im schwarzen Lager anzugreifen. Unglücklicherweise war Turm E8 ein Fehler. Hier könnt ihr noch mal kurz reingucken. Ja, ich denke, das sollte nicht so schwer sein. Ja, dieser Läufer guckt ja schon halb auf diesen Turm. Und wenn der Springer wegzieht, dann zieht er eben nach B4 mit Doppelangriff auf E8 und auf A2. So dass wir hier mindestens die Qualität gewinnen. Weiß hat sich versucht, in der Partie auf E6 zu bedienen. In der Hoffnung, dass dieser Springer hier vielleicht nicht mehr rauskommt. Jetzt muss der Turm, oder der Turm musste nicht, aber Turm zog weg. Schwarz sagt sich, ja, weiß mal, ich habe eine Figur mehr. Ich tausche die Dame. Die Dame deckt nämlich hier auch das Feld C1 und dadurch kommt der Springer wieder raus. Ja, jetzt habe ich mit Schwarz eine Figur mehr. Und ja, der B7 ist gedeckt. Ich kann den D4 hier problemlos irgendwie angreifen. Ja, ich habe ja im Grunde zwei Figuren mehr, weil der Springer auf G1 auch nicht mitspielt. Der hat überhaupt keine Felder. Ne? Ist nicht schön. Ja? Und dann ist es auch kein Wunder, dass wahrscheinlich in Zeitnot oder wie auch immer Weiß aus Versehen diesen Springer auch noch eingestellt hat und dann aufgegeben hat. Aber er hätte natürlich auch hier schon quasi aufgeben können. Eine fantastische Partie mit einem sehr, sehr typischen französischen Motiv, nämlich diesem Qualitätsopfer hier auf F3. Ich denke, wer Französisch spielt, der wird mit diesen Stellungsbildern hoffentlich vertraut sein und die anderen haben hoffentlich was gelernt. In dem Sinne sage ich besten Dank und bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.